vielleicht noch mit da. Oh, Pucki ist auch da. Hallöchen. Kann ich für einen Freund mitmachen? Hab schon alle. Ja, der müsste mich dann halt morgen anschreiben, dann gegebenenfalls. Was ich gewinne, ich nehme das teuerste, gell? Ich nehme den originalen Soundtrack. Ja, ich sag ja, DLC der Wahl. Und hi, Pucki! Da ist er dann aufgewacht aus dem Lurker-Modus. Habe doch was nicht. Aha. Vielleicht das Neue. Die ganzen neuen Klamotten. Wie gesagt, ein DLC der Wahl. Nach der Runde werde ich dann dementsprechend auflösen. Dachte ich mir. Ja, Mucki beispielsweise fehlt, glaube ich, auch noch ein Killer, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, die Hack müsste ihm noch fehlen. Mir zum Beispiel fehlt die Hack und der Doktor. Ach, die Hack und der Doktor fehlen ja sogar. Da guck mal an. Den Myers habe ich von Mucki bekommen. Ah, guck. Ja, den Doktor hat Mucki. Das weiß ich. Ich überlege gerade wirklich, falls ich gewinne, ob ich das solidarisch weiter schenke. Also mir geht's super, Pri, und dir. Alles gut. Schönen Sonntagmorgen wünsche ich. Wir haben ja schon nach. Weil wir sind ja jetzt hier schon so ein paar Leutchen. Da dachte ich, kann man doch mal ein Giveaway machen. Lohnt sich ja dann. Also, wer bei dem Giveaway mitmachen möchte, ein DLC von DBD nach Wahl. Einfach Ausrufezeichen Mainz in den Chat. Nach der nächsten Runde, wo wir einen Killer hatten, in der Map waren, gibt's da die Auflösung. Ach, du machst auch mit, Tridi? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte das nur getestet. Also, meinst du nicht? Ich hatte das nur getestet. Ich hatte das nur getestet, ob es auch funktioniert. Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Ja, ich bin gar nicht mehr drin. Ich will dich nur ärgern. Ich hatte das nur getestet. Ach ja. Jetzt sind wir wieder im Lobby-Simulator. Das ist egal, welches. Ist egal. Ob klein oder groß, der nimmt beides. Du bist auch schon drin. Easy. Ja. Jill ist dann auch drin. Matt ist auch drin. Wie gesagt, ein DLC der Wahl. Auch wenn es das Musik-DLC ist, gibt es dann natürlich auch. Logisch. Ein DLC nach Wahl. Ja, alles gut. Hatte nur mein Safe-Game verloren. Bei DBD sonst alles bestens. Och, je. Ja gut, aber du brauchst ja mittlerweile nur noch anschreiben. Dann kriegst du ja pro Stunde, ich glaube, 40k-Punkte. Pro Stunde 40k. Oh, jetzt brauche ich in meiner Tasche recht. Pro Stunde 40k-Punkte, die du in DBD verbracht hast, kriegst du dann wieder. Na, so hat beispielsweise Shidori hat jetzt 42 Millionen wieder gekriegt im Netz. Okay, ich würde theoretisch, wenn es nach dieser Rechnung geht, auch was 42 bekommen. Oh, siehst du mal. Lohnt sich doch. 20 oder 40k, eins von beidem. Aber du wirst auf jeden Fall genug Punkte wieder kriegen, dass du wieder auf deinen normalen Stand kommst. Du musst aber bedenken, du hast ja viel Lobby-Simulator in DBD, von daher einige Stunden konntest du ja gar nichts verdienen. Dennoch. Ich würde trotzdem so rum. Du musst dir vorstellen, würde ich meinen Spielstand verlieren, würde Blutpunkte bekommen und würde ich nicht denselben Status wieder haben können, wie den, wo ich aktuell bin, Alter, ich würde die so niederflamen. Nö, also du wirst definitiv deinen Status wieder haben können, normalerweise. Das Problem ist halt, die meisten Killer, die ich habe, gerade von den DLCs und so, ist es traurig, aber wahr, deren Perks habe ich nicht durchs Leveln, sondern durch den Schreien. Wow, ich habe 79 Millionen bekommen und schon 15 Stunden gelevelt. What? Oh!
WTF! Ja, GG, das trifft es in etwa. Alter Falter. Eieieiei. Ja, das ist ja übel. Das ist ja übel. 15 Stunden gelevelt. Und Real Rubby Rabbit, ja hallöchen auch WB an dich. Schönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Ich sehe gerade. Ich mache gerade ein Giveaway. Und zwar ein DBD-DLC nach Wahl. Wenn du mitmachen möchtest, einfach Ausrufezeichen Mainz eingeben. Und ich bin erst bei 50 Millionen. Ja, GG. Ach du meine Herren. Wow. Das ist heftig, das ist heftig. Also ich finde es ja auch geil, ich bin gerade so unterwegs in einem K-Store und ich sehe halt einfach, dass man Chuckles, der die Jake und Co. da einfach kaufen kann. 5 Euro oder 14,99. Okay. Macht mich gerade richtig fertig. Bei denen auf der Seite? Sie kriegt man eigentlich die Chuckles-Maske? Gar nicht. Ach schade. Nicht im die DLC. War... Also du kannst, wenn ich es richtig sehe, für 14,99 kaufen. Das ist ja noch ein Schnäppchen. Ja, das stimmt allerdings. Wenn du bei eBay guckst, dann bezahlst du deine 200. Mhm. Ist schon eine Strafarbeit, genau. Ich reg mich gerade voll auf. Ja, weil ich bedenke, halt... du hast das, glaube ich, über woanders her gekauft, ne? Sei bloß still. Ja gut, ich habe so viele Cases wiederbekommen, also ich habe das easy wieder reingeholt. Ja, dann passt das ja. Dann passt das doch. Und ich habe noch für Cases sogar verschenkt. Ja. Danke nochmal an dich. Gerne, gerne. Dadurch habe ich die originale Chuckles-Maske gekriegt, weil ich habe ja du wirklich... Bist nicht da. Ich habe ja da mitgemacht und ich habe nicht einen einzigen Key gewonnen. Ne? Ich habe 4 oder 5 Runden mitgemacht und ich habe nicht einen Key gewonnen. Nee, was ich dann mache. Okay, ich habe jetzt Kunst geschenkt, Fast Face habe ich zweimal Street Mac und Co. geschenkt. Okay, du hast 942 Stunden und hast 79 Millionen gekriegt. Dann muss ich noch mehr kriegen. Dann muss ich aber auch weitaus mehr kriegen. Weil ich bin bei fast 1300 Stunden mittlerweile. Ich bin bei 1030. Dann müsste ich ja eigentlich fast alles auf Prestige kriegen. Auf P3 mit fast allen Perks. Ach du Heiliges. Viel Spaß. Ohoho. Da kann ich ja wirklich dann einen Stream nur damit füllen, meine Punkte zu vergeben. Ah, du musst aber überlegen, du würdest dein Legacy Rate verlieren, ne? Yep. Das nicht. Will man ja eigentlich nicht. Nee. Deswegen mache ich nach wie vor auch noch meine U-Starter-Saving. Boah, diese zwei Teile, die sind mir sowieso scheißegal. Ja, nee, würde ich jetzt nicht behaupten. Würde ich jetzt nicht. Es kann auch sein, dass es mehr Punkte gibt, Matt. Ich glaube nicht, dass das ein Fehler war. Ich habe 6. Ich hatte 600 Stunden und habe 23 Millionen bekommen. Okay. Dann würde ich vielleicht mal nochmal nachfragen. Und WB Savage. Savage, ich mache ein Giveaway. Ausrufezeichen meins. Ein DBD-DLC deiner Wahl. Einfach Ausrufezeichen meins in den Chat eingeben. Dann nehmt ihr daran teil. Nach der Runde werde ich das dann auflösen. Ja, genau. Ihr müsstet jetzt beide drin sein. In keiner. Ich habe ja auch noch Dreads und so verschenkt. Yep. Also, alle beide drin. Wunderbar. Ja, wenn wir jetzt eine Lobby finden und die Runde beginnt, das wäre ja schon was. Das wäre schön. Eine 1 zu wenig, was? Falls wir dann heute nochmal eine Runde zustande kriegen. Ja. WTF!
Ach so, bei Feuer, alles klar. Mein kleines Schweinchen, Herzchen, was? Ach so, Savage, alles klar. Ach so, wollte 111 statt nur 11. Ach so. Jetzt verstehe ich. Und zwar so, by the way, ihr Lieben, das ist mein erstes Giveaway. Nur mal so nebenbei. Na, von daher Premiere. Und einen schönen Abend oder beziehungsweise guten Morgen wünsche ich dir. Da war der Chat jetzt zu viel. Was zur Hölle? Guten Abend, froh. Ach, Fräulein Lee, Hallöchen. Jetzt hab ich's wieder. Willkommen, schönen Sonntag. Wie geht's euch? An die Neuen im Chat. Ich hoffe, euch geht's gut. Savage hat mal wieder überlebt. Das Übliche. Ne, stimmt gar nicht. Normalerweise verreckt sie, ne? Ja, so sieht irgendwie schlecht aus mit der Runde, wa? Lobby neu starten, würde ich sagen. Ich denke auch. Nochmal neu starten und dann mal gucken. Vielleicht geht es dann wieder schneller. Diese Lobby macht mich gerade jetzt fertig. Warte. So, jetzt haben wir's. Verwirrung. Heute mag mich der Bot nicht. So. Ja, Standard. Spiel beitreten. Wie gesagt, nach der Runde wird aufgelöst. Ich hoffe. 10 Jahre später. Ansonsten ist es mir dann gleich egal. Dann werde ich dann gleich erstmal starten. Erstes Giveaway, meine Lieben. DBD. Ein DBD DLC der Wahl. Freihaus. Wie viele Punkte kostet das eine eigentlich jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube zurzeit noch gar keine. Ich One. glaube zurzeit noch gar keine. Ich muss da echt mal, ich muss mich mit Ivy nochmal unterhalten, wie das genau funktioniert, da mit dem Punkte-Wertesystem, wie auch immer. Was mit der Special Person? Mit der Special Person, genau. Ach, ist ihm hier da, oder wie? Nee. Ach, schade. Der ist noch arbeiten. Der kommt frühestens, ja, spätestens 13:30 kommt er nach Hause. Ach, stimmt. Arme Sau. Ja. Vor allen Dingen, da er heute auch wieder früher zur Arbeit musste, ne? Chanel, Chanel, die Hütte brennt. Kommen Sie rein, kommen Sie rein, kommen Sie raus, gucken Sie raus. Ne, so ganz habe ich das nämlich, das, wie gesagt, das ist mein erstes Giveaway, von daher weiß ich noch nicht so ganz genau, wie das funktioniert, wenn es da ein paar Patzer gibt. Sorry, Leute, aber das kriegen wir noch alles hin. Oh, Lobby, Oha, wir Lobby. haben eine Lobby. Lobby, Lobby. GG. Erstmal ready drücken.